Morgen, Selena. Oh, guten Morgen. Wir haben ein Popsternchen in unserer Klasse. Sie ist von einer lokalen Idolgruppe namens Kanon S. Ein wunderschönes, wirklich einzigartiges Mädchen namens Selena Mochizuki. Selena, bist du noch hübscher geworden? Ach, hör auf, das ist eine Einbildung. Ihre Mutter kam ursprünglich aus Deutschland, was zu zweifelsohne zu ihrem guten Aussehen beigetragen hatte. Mein Name ist Daisuki Komiyama und im Gegensatz zu ihr bin ich nur ein durchschnittlicher Typ mit einer langweiligen Persönlichkeit. Doch dann, eines Tages... Ich mag dich, Daisuke-kun. Bitte geh mit mir. Im Ernst? Ich mein's ernst. Aus heiterem Himmel fragte mich ein Pop-Idol, ob ich mit dir gehen wollte. Hm? Sind das Mochizukis Freunde? Als der schlaue Kerl, der ich bin, hat alles sofort Klick gemacht. Ihre Freunde amüsierten sich mit diesem kleinen Streich. Das ist also nur ein Streich, oder nicht? Du hast eine Wette verloren oder so, richtig? Mochizuka-san, sei ehrlich. Das ist doch nur ein Scherz, oder? Ja, also nein, ist es nicht? Und bitte nenn mich einfach Selena. Ah, jetzt ergibt alles Sinn. Selena. Okay. Also, wie lange soll ich mit dir gehen, bevor du mich abservierst? Eine Woche. Nein, ich meine, ich schwöre dir meine ewige Liebe. Nein, es ist besser, einen begrenzten Zeitrahmen zu haben. Du bist so ehrlich. Vielleicht ein bisschen zu ehrlich. Na gut, meinetwegen. Dann lass uns auf ein Date gehen. Ist das dein Ernst? Ja, ich meine es ernst. Wollen wir uns heute nach der Schule treffen? Natürlich, juhu! Leute, es hat geklappt! Psst, Selena, komm nicht hierher! Er findet es doch sonst heraus! Sie ist nicht so die Hellste, oder? Ich mache mir langsam Sorgen um ihre Zukunft. Ich werde dafür sorgen, dass sie es bereut, mich gefragt zu haben. An dem Tag nach der Schule. Hey, sorry, hast du lange gewartet? Nein, ich bin auch gerade erst gekommen. Ja! Aha, es war dein Traum, Idol zu werden, seit du klein warst. Ja, aber ich muss die Schule und meinen Terminplan unter einen Hut bringen. Da habe ich nur nach der Schule ein bisschen Zeit. Ist es Idols nicht verboten, einen Freund zu haben? Wenn sie das herausfinden, kommst du doch in Schwierigkeiten, oder? Der Manager meint, Skandale haben auch ihren Nutzen. Und solange ich es heimlich tun kann... Das ist entweder ein sehr cleverer Manager oder ein sehr schlechter. Verstehe. Wenn du irgendwelche Probleme hast, kannst du immer mit mir reden, okay? Was? Aber... Mach dir keine Sorgen. Ich weiß nicht viel über Idols, aber ich kann ja wenigstens versuchen, dir zu helfen. Danke. Du bist sehr nett, Daisuke-kun. Ach ja, in der Nähe gibt es einen beliebten Laden für Süßes. Willst du mal reinschauen? Oh ja, sehr gerne. Und so behandelte ich sie für den Rest des Dates nett. Schließlich kam das Date zu einem Ende. Das reicht für heute. Danke, dass du mit mir hierher gekommen bist. Du musst mir nicht danken. Ich bin doch dein Freund. Und danke, dass du so nett zu mir warst. Das hat mich echt glücklich gemacht. Ich war froh, dass ein hübsches Mädchen wie du mit mir ausgehen wollte. Ich bin froh, dass du meine Freundin bist. Wirklich? Vielen Dank. Bis später dann. Ich schreib dir später. Vielen Dank für heute. Ja, bis später. Was meinte sie mit ich schreib dir später? Das sagen genau die Leute, die dann sagen, sorry, ich hab's vergessen. Ich schick dir jetzt sofort eine Nachricht. Ich glaube, ihr wisst schon, warum ich das mache. Das war alles Teil meiner Strategie. Ich würde sie dazu bringen, sich in mich zu verlieben und sie dann nach einer Woche abservieren. Diejenigen, die Leute zum Spaß verarschen, müssen bestraft werden. Danke für heute, es hat wirklich Spaß gemacht. Und abschicken. Sie haben ihren Spaß mit mir, weil sie mich für einen Loser halten. Es ist mir egal, ob sie ein Idol ist oder was auch immer. Ich werde dafür sorgen, dass sie sich in mich verliebt, damit ich sie abservieren kann. Und so brannte in mir ein heißes Feuer der Rache. Als ich dann nach Hause ging, sah ich ein weinendes Mädchen auf der Straße. was ist denn? Ein Luftballon ist am Baum hängen geblieben. Verstehe. Deshalb hast du geweint. Dann lass mich mal. Dafür sorgen, dass er nicht mehr im Baum hängt. So, und nun muss ich mich für morgen vorbereiten. Man nennt mich nicht umsonst verdreht. Am nächsten Tag spielte ich weiter die Gute-Freunde-Show, um Selena dazu zu bringen, sich in mich zu verlieben. Selena, du wolltest das gestern doch haben, oder? Was? Aber jetzt fühle ich mich schlecht. Ist schon gut. Hier, ich hänge es dir um. Es steht dir wirklich gut. Das war doch bestimmt teuer. Ich wollte, dass du es trägst, Selena. Als Erinnerung an unser erstes Date. Vielen Dank. Ich werde es immer in Ehren halten.
Du meinst, du wirst es entweder verkaufen oder wegwerfen. Du hast Ketchup im Gesicht. Hä? Oh nein, wie peinlich. Hier, nimm mein Taschentuch. Danke, ich gebe es zurück, nachdem ich es gewaschen habe. Ist schon gut, du kannst es behalten. Du brauchst es vielleicht noch einmal. Hey, so viel kleckere ich jetzt auch wieder nicht beim Essen. Ich kann nicht sagen, ob das ihre natürliche Art ist oder ob sie nur versucht, süß zu wirken. Du gibst mir ständig neue Dinge. Mach dir keine Sorgen darüber. Aber ich will nicht, dass du mich für ein materielles Mädchen hältst. Ah, dann lass uns heute nach der Schule. Wow, es ist so schön hier. Ich bin froh, dass es dir gefällt. Das ist ein besonderer Ort für mich. Ich wollte immer schon mal mit jemandem Besonderen hierher kommen. Hä? Jemand Besonderes? Ah, es gibt da so ein Sprichwort, dass Paare, die Riesenrad fahren, sich irgendwann trennen. Was? Das will ich nicht. Du willst das nicht? Du weißt schon, ich will nicht mit dir Schluss machen. Ich schätze, ich bin glücklich damit, wie die Dinge sind. Ich will bei dir bleiben. Warum sagt sie sowas, nur um dann vor Scham zu sterben? Das ist echt zu einfach mit ihr. Ach übrigens, ich habe morgen einen Live-Auftritt. Würdest du kommen, wenn du Zeit hast? Hä? Ein Auftritt? Ja, ich habe Karten. Alles klar, ich seh's mir mal an. Juhu, vielen Dank. Ja, und so ging ich am nächsten Tag zu einem Live-Konzert von Selena. Wow, die sind erstaunlich beliebt. Und ist sie echt super süß. Sie tanzt und singt gut. Stopp, hör auf, hier hinterher zu sabbern. Gegen Ende des Konzerts wurde eine wichtige Ankündigung gemacht. Wir haben allen eine Ankündigung zu machen. Es wurde entschieden, dass wir ein internationales Debüt haben werden. Wow. Das heißt, wir werden mehr zu tun haben als zuvor. Aber wir werden weiterhin unser Bestes geben, unsere Fans zum Lächeln zu bringen. Ja, ihr schafft das. Von einer lokalen Idolgruppe zu einer landesweit bekannten Idolgruppe, das ist unglaublich. Selena. Hoffentlich wird sie nicht von üblen Typen hinters Licht geführt. Moment mal, warum mache ich mir Sorgen um sie? Bin ich vielleicht... Diese Gefühle für Selena könnten bedeuten, nach ihrem Auftritt gingen wir gemeinsam nach Hause. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Wie war ich? Ja, ich fand, du warst fantastisch. Daisuke-kun? Das ist ja der Hammer, ein nationales Debüt. Ja genau, das hat man uns vor dem Auftritt gesagt. Das war eine echte Überraschung. Ich freue mich für dich. Danke. Und was das Date morgen angeht, ich habe da einen Ort im Kopf. Oh, das tut mir wirklich leid. Ich habe morgen etwas vor. Was denn? Du hast doch sicher auch viel zu tun, weil dein Debüt auf Landesebene ansteht, oder? Warum nutzt du die wertvolle Freizeit morgen also nicht lieber für dich selbst? Daisuke-kun? Tut mir leid, ich muss los. Daisuke! Ich floh geradezu nach Hause und als ich zu Hause angekommen war, starrte ich wie betäubt an die Decke. Am nächsten Tag versuchte Selena mehrmals mich anzurufen und mir Nachrichten zu schicken, aber ich ignorierte sie. Ich muss die kleinen Dinge aufgeben, um das große Ziel zu erreichen. Und am nächsten Tag nach der Schule? Daisuke-kun, was ist denn mit dir los? Bevor wir darüber reden, es tut mir leid, dass ich gestern nicht ans Telefon gehen konnte. Ach, schon okay. Mach dir nichts draus. Du hattest sicher viel zu tun. Apropos, Selena, ich glaube, wir sollten Schluss machen. Woher kommt das denn plötzlich? Naja, es gibt da ein neues Spiel, was veröffentlicht wurde. Ich bin ganz besessen davon und habe keine Zeit. Und außerdem wirst du auch viel beschäftigt sein, oder? Also, du weißt schon. Nein, das will ich nicht. Ich will nicht mit dir Schluss machen, Daisuke-kun. Aber es war doch nur ein Scherz, oder nicht? Zuerst war es das, ja. Das tut mir auch sehr leid. Also, was ich jetzt sage, ist vielleicht sehr egoistisch, aber... Du warst jeden Tag nett zu mir, hast mir Komplimente gemacht, mich wie eine Prinzessin behandelt. Und plötzlich wurde mir klar, dass ich mich in dich verliebe. Selena. Nein. Ich bin eigentlich kein netter Kerl. Wenn überhaupt, bin ich das genaue Gegenteil. Es war von Anfang an mein Plan, dass du dich in mich verliebst, damit ich dich abservieren kann. Du bist voll drauf reingefallen. Ich bin also nicht der Typ, für den du mich gehalten hast. Und ich bin nicht mal... Nein, ich habe es gespürt. Du bist nett zu mir. Ich sag doch, dass ich nur so getan habe. Der Luftballon. Luftballon?
Das erste Mal, als wir ein Date hatten. Oh nein, ich habe ganz vergessen, Daisuke-kun zu umarmen. Sie haben mir gesagt, dass ich das als Teil der Wette jeden Tag machen muss. Vielleicht ist er ja noch hier. Hör auf zu weinen. Aber du hast meinen Ballon kaputt gemacht. Sie hatten alle recht. Er ist ein schrecklicher Mensch. Hier, ich habe dir etwas mitgebracht. Wow, es sind so viele. Aber warum? Warum hast du den Ballon denn kaputt gemacht? Schau mal. Um etwas Großes zu bekommen, musst du zuerst die kleinen Dinge aufgeben, die du hast. Etwas Großes? Du wirst es verstehen, wenn du ein bisschen älter bist. Mach dir also nicht so viele Gedanken über die kleinen Dinge. Wenn du Zeit zum Weinen hast, mach stattdessen mit der nächsten Sache weiter. Ja? Verstehe. Danke. Oh nein, was soll ich tun? Es ist nur eine Wette. Es soll nur eine Wette sein. Du hast das alles gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Aber wie ich schon sagte, ich bin eigentlich kein netter Mensch. Ich habe zugestimmt, dich zu daten, in der Absicht, dich abzuservieren. Hat das irgendwas mit dem nationalen Debüt zu tun? Um etwas Großes zu erreichen, muss man die kleinen Dinge aufgeben. Heißt das, dass du mit mir wegen meiner Zukunftsträume Schluss machst? Nein, du Dummkopf. Du machst dir zu viele Gedanken. Das wäre ja dann so, als wäre ich wirklich ein guter Kerl, der sich für dein Glück aufopfern würde oder so. So, das wäre dann alles. Vergiss mich einfach und melde dich nicht mehr bei mir, okay? Daisuke-kun. Ich weiß, es steht mir nicht zu, das zu sagen, aber viel Glück bei deinem Debüt. Daisuke-kun! 3 Monate später. Selena gelang dank ihres unbeholfenen, aber dabei unglaublich süß wirkenden Images der große Durchbruch und ihre Gruppe hatte mehrere Auftritte im Fernsehen. Sie fehlte häufiger in der Schule und es kursierten sogar Gerüchte, dass sie auf eine Schule für darstellende Künste wechseln würde. Währenddessen fuhr ich alleine auf dem Riesenrad, das ich mit Selena besucht hatte. Ich komme immer noch nicht über sie hinweg. Warum bin ich hier wieder ganz allein? Aber ich bin froh, dass es ihr gut geht. Gerade als ich unten angekommen war und ausstieg, wurde ich direkt wieder hineingezogen. Hey, was machst du denn da? Komm einfach mit mir. Warte, Selena? Lange nicht mehr gesehen, Daisuke-kun. Was machst du denn hier? Wenn die Paparazzi dich erwischen, bist du geliefert. Kein Problem. Ich wollte dich eben so gerne sehen. Ich dich nicht so sehr. Bist du dir das sicher? Kommt es mir nur so vor, oder ist die aggressiver geworden als vorher? Es hat sich herausgestellt, dass ich dich doch sehr mag. Bitte komm zurück zu mir. Ich kann nicht mit einem Idol zusammen sein. Heißt das, wenn ich kein Idol bin, wäre das okay? Naja... Hey, können wir uns umarmen? Was? So plötzlich? Umarme mich und überleg dann nochmal, ob du mit mir zusammen sein willst. Wenn dein Herz anfängt zu klopfen, lass uns wieder zusammenkommen. Denn das bedeutet, dass du noch Gefühle für mich hast. Das ist zu... Boah, komm runter. Du bist derjenige, der sich beruhigen muss. Und wie ist das? Das ist nicht fair. Das ist eine Falle. Oh, dein Herz schlägt schneller. Im Gegensatz zu deinem Kopf lügt dein Herz nicht. Wie gesagt, es ist... Darf ich dich küssen, wenn das noch nicht reicht? Das ist nicht erlaubt. Warum bist du heute so aggressiv? Du hast mich einmal zurückgewiesen. Dadurch bin ich nur stärker geworden. Also darf ich? Nur zur Erinnerung. Nur einmal. Ich konnte nicht Nein sagen. Das Riesenrad drehte sich langsam und hing über der glühenden Stadt bei Sonnenuntergang. Da wurde mir klar, dass ich vor meinen wahren Gefühlen die Augen verschlossen hatte. Wie war dein erster Kuss mit mir? Sowas fragt man doch nicht. Ach nein? Aber du kannst mir das doch sagen, oder nicht? Ich war so nervös. Ich kann keine Meinung dazu abgeben. Du bist so süß, Daisuke-kun. Willst du also wieder mit mir zusammen sein? Meine Antwort ist immer noch ein Nein. Du bist ein landesweit berühmtes Idol, verdammt nochmal. Wenn du weiter so darauf bestehst, muss ich wohl mein letztes Mittel einsetzen. Kaum waren wir aus dem Riesenrad gestiegen, wurden wir von Reportern umringt. Das beliebte Idol Selena scheint in einer romantischen Beziehung zu sein. Wer ist das, mit dem du da zusammen bist? Er ist noch nicht mein Freund, aber er ist jemand, den ich wirklich bewundere und den ich mag. Hey, warte! Das ist dein letztes Mittel? Das war eine unerwartete Wendung der Ereignisse. Um die Wahrheit zu sagen, habe ich bereits meine Kündigung eingereicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie die Medien vorher informiert haben, damit es nicht zu einem Skandal kommt. Verstehe. Aber warum? War es nicht ein Traum, Idol zu werden? Für mich war das etwas Kleines. Ich habe schon das nächste große Ding gefunden. Mein nächstes Ziel. Hm?
Ein größeres Ziel als Idol zu werden? Was kann das sein? Naja, das wäre deine Verlobte zu werden. Du übernimmst gefälligst die Verantwortung dafür, dass ich mich in dich verliebt habe. Du hast dich echt verändert. Du hast mehr Mumm als früher. Ja, genau, Daisuke-kun. Ich freue mich darauf, die Zukunft mit dir zu verbringen. Ich habe eine verdrehte Persönlichkeit. Aber dank Selena und ihrer Liebe werde ich vielleicht doch noch gerade gerückt.